Hallihallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Stellar Blade. Ja, wir waren Elder 7, geben jetzt mal erstmal ein paar Nebenaufgaben Sag ab. Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst. Ja, ich möchte gerne... Hier bin ich neues. Wir haben genug... Achso, du willst mir ein neues Nanosuit nur. Also, ich dachte irgendein Quest. Okay, du willst questen, du willst questen. Wer will denn was überhaupt haben? Da. Okay, das sind dann die Dinger. Okay, ich wusste jetzt nicht mehr genau, wie die aussahen. Aber jetzt weiß ich's. Als Hilfe. Nein, und dann zieht uns das bald in die große Wüste. Hä? Achso. Halt, ist das hier richtig? Aua. Wow, das ist ein schöner Sprung. Das Mädchen von vorhin. Hey Engel, ich soll dir wieder ein Geschenk von dem gleichen Mann geben. Oh, und ich soll dir vielen Dank ausrichten. Warte, kannst du mir sagen, wie er aussah? Wo ist er hin? Hm? Weiß nicht. Er war groß. Er hatte eine Maske auf. Sein Gesicht konnte ich nicht sehen. Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Kann ich jetzt gehen? Okay. Wer war das? Wer hat uns zu diesen Leichen geführt? Will jemand, dass wir die Leichen zurückbringen? Mehr als Vermutungen aufstellen können wir momentan nicht. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Ich verspreche es. Ja, das müssen wir. XP! Interessiert mich nicht die Granaten. Mich interessieren nur XP. Und wo ich bin. So, das war... Einer Auftrag. Jetzt hier links. Jetzt hier links ist zweier Auftrag. Nö, nicht mit dir, ne? Mit dir will ich nicht reden. Mit hier, ne? Das war der Büchertyp. Oh, du bist zurück. Und unversehrt, wie es scheint. Mother Sphere sei Dank. Konntest du das Buch meines Bruders finden? Ja, hier ist es. Oh, vielen Dank. Ich kann es endlich wieder in den Händen halten. Mal sehen. Hm? Was ist das denn? So habe ich es gefunden. Aber mein Bruder war so ein frommer Mann. Dass er so etwas tun würde, unvorstellbar. Aber er hätte so etwas niemals getan. Was ist da passiert? Ich muss das untersuchen. Und bitte hör zu. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du niemandem etwas erzählen würdest. Natürlich. Wem sollte ich es denn auch erzählen? Mother Sphere. Mutter. Warum stellst du meinen Glauben immer wieder auf die Probe? Verdammt. Nur 78% dafür, dass ich mir den Arsch auf... Oh, das ist frech, das ist frech. Das ist frech. Okay. Gut. Matrix 11. Verschüttete Ruinen in der Wüste. 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 Zur Halle der Aufzeichnung, ja, ja. Überall. Ah, und in der großen Wüste. Alles klar. Das ist halt noch Elder 7. Begib dich zur Halle der Information. Kann ich mich auch so teleportieren? Wobei. Weißt du was? Wir machen weiter. Wir gehen jetzt in die große Wüste. Die große Wüste wird bestimmt groß sein und wüstig. Deswegen haben wir jetzt so viele Nebenaufgaben. Auf die paar einzelnen kommt das, glaube ich, auch nicht mehr drauf an. Adam, große Wüste bitte. Ah, da bist du ja. Ja. Yeah. Ich bin schon ganz aufgeregt. Jo. Können wir aufbrechen? Ja.
Ach, verdammt. Der ganze Sand hat wohl den Motor geschrottet. Wir müssen zu Fuß weitergehen. Ist das in Ordnung für dich, Eve? Kein Problem. Unterstütz mich mit der Drohne. Na klar. Verlass dich auf mich. Ich bin auch noch da. Keine Sorge. Du bist ja irgendwie gar keine Hilfe, aber nein, ist noch. Erfahrene Scavenger können sich dort verlaufen. Ach. Aber wir haben ja eine Karte. Also passiert uns das nicht. Wer verläuft sich denn heutzutage schon? Navis und alles. Okay. Große Wüste. Ohne Strom. Mit diesem Lager scheint auch etwas nicht zu stimmen. Es scheint wohl ein Problem mit der Stromzufuhr zu geben. Könnte daran liegen, dass der Solarturm mitten in diesem riesigen Sandsturm steht. Eve, suchen wir nach den Sentinels hier. Vielleicht hilft uns einer von ihnen. Okay. Na gut, also kein Lager. Wir gucken mal ganz kurz Karte. Karte sagt das, was, da. Ich würde tatsächlich erstmal Richtung da hinten gehen. Damit wir erstmal Wüstenlager wieder haben. Oh, guck mal, geflügelte Ärsche. Das sind irgendwie wirklich geflügelte Ärsche, aber okay. Nein, ist doch schön. Geflügelte Ärsche sind doch was. Okay, da rechts haben wir gleich schon eine Aufgabe. Dann blubst hier. Der da. Der geflügelte Arsch blubst da. Hier ist nur noch Sand und Hitze. Als wäre die Zivilisation zu Staub zerfallen. Nicht überall. Deshalb gibt es Scavenger wie mich. Die nach Schrauben in der Wüste suchen. Nun, auf der Erde ist das ganz normal. Ich muss ins Wasser, oder? Da ist der Tote. Den sollen wir looten. Sieht aus, als sei er tief hinabgesunken. Aber sieht nicht so aus, als hätte ein Nativer angegriffen. Nein, sieht eher aus, als sei er während der Flucht von hinten mit einer Klinge verletzt worden. Vielleicht... geopfert. Nee, wir gehen jetzt noch nicht zurück. Definitiv geopfert. Hundertprozentig geopfert. Adam, da drüben. Wo? Ich sehe jemanden. Was macht er denn da? Sing. Irgendwie. Oh, es ist Clyde. Das gibt's ja nicht. Hätte nicht gedacht, dass der noch lebt. Manche Menschen wandern lieber umher, statt einfach Sion zu kommen. Am Ende geht es ihnen allen gleich. Also, fast. Das ist... Ich weiß, was du sagen willst. Du kannst dir versuchen, mit ihm zu reden, wenn du dich dann besser fühlst. Werden wir, aber vorher holen wir das hier. Müssen sowieso noch mal nach Digger. Nein, nach Digger geht's jetzt auch noch nicht. Singt er hier? Hi. Hey, du darfst hier nicht sein. Ein Nativer könnte dich finden und das... Was? Wieso ist dir denn das so wichtig? Hey, ignorierst du mich? Ja, du nervst. Auch so eine... Oh. Prüf das Werkzeug auf manuelle Daten. Es ist keine Waffe. Vielleicht ein Werkzeug zum Sammeln von etwas. Es ist elastisch, aber nicht sehr robust. Und dünn. Würde mich nicht wundern, wenn es kaputt geht.
Angelruten sind notwendige Ausrüstung für das Angeln. Benutze sie bei Angelpunkten am Wasser, um zu angeln. Bewege vor und zurück, um die Angel auszuwerfen. Sobald der Fisch anbeißt, drücke R2, damit du ihn am Haken hast. Neige in die entgegengesetzte Richtung eines Fisches und drücke mehrmals, um ihn zu schwächen. Du kannst R2 gedrückt halten, um deinen geschwächten Fang einzuholen. Achte darauf, im blauen Bereich der Anzeige zu sein. Wenn der Fisch geschwächt genug ist, drücke Dreieck und hebe den Controller an, um ihn zu fangen. Kleid aus der Oase wird dich mit Informationen über den Fisch versorgen. Fange verschiedene Fische, um Fischsammlungen zu erfüllen und erhalte wertvolle Informationen, wie beispielsweise Standorte weiterer Angelstellen. Du kannst außerdem deine Angelpunktzahl erhöhen, um diverse Gegenstände aus dem Angelgeschäft zu erwerben. Oh mein Gott, das klingt dermaßen unnötig und scheiße. Es tut mir leid. Wir werden es machen. Ey, wirklich, Angeln ist so nutzlos. Ja, gut, wir werden es nochmal machen, weil wir das bestimmt brauchen. Alter, ist das unnötig! Das ist das beschisseste Angeln, was ich jemals hatte. Und ich habe im Spiel schon sehr viel geangelt. Aber das ist das. Das ist ein New Level-Scheiße. Und damit habe ich jetzt so gekämpft mit diesem kleinen Fisch. Ja, nein. Nur mal klein, ich habe einen Fisch. Oh, das ist ja mal eine Überraschung. Ein Fisch. Sind alle Engel bei dem, was sie tun, so fürchterlich begabt? Das lief gut, ne? Du bist überrascht. Das hätte ich von jemandem, der an so einem Ort haust, nicht unbedingt erwartet. Als der Untergang der Kolonie uns alles nahm, war das Fischen das Einzige, was mir noch blieb. Mein Beileid. Verseuchte Flüsse in der Stadt, Stauseen im Untergrund, karge Ufer. Ich bin überall rumgekommen, immer mit meiner treuen Angel in der Hand. Super. Wenn ich ehrlich bin, habe ich damals wohl schon aufgegeben. Das ist... Aber das ist gefühlt eine Ewigkeit her. Ich bin jetzt schon eine Weile hier. Sieh nur, das Wasser ist klar, wunderschön. Die ganze Welt ist eine Müllhalde. Ich kann mir keinen schöneren Ort als diesen hier vorstellen. Scheiß auf Mother's Sphere. Früher habe ich einfach alles verflucht. Aber wenn ihr Wille mich an diesen Ort geführt hat, kann ich wohl damit leben. Du... Verstehe. Du hast viel durchgemacht. Jeder hier hat viel durchgemacht. So ist unsere Welt. Genau wie du, nicht wahr? Ich will ja nicht über die Zukunftspläne eines Engels mutmaßen. Aber komm wieder, wenn du dich fürs Fischen interessierst. Wir werden uns nie wiedersehen. Nie. Nie werden wir uns wiedersehen. Hey! Clyde, du lebst.
bin ich froh. Nur du würdest so etwas sagen. Ein Engel auf einem Himmelfahrtskommando. Also, was führt dich den weiten Weg hierher? Ich habe keine Ahnung. Einkaufen. Guck mal, ich hätte gerne... Was hätte ich denn? Eigentlich hätte ich gar nichts. Verbessert Angelfertigkeiten. Das ist ja super. Ist nicht mehr so, dass du was Gutes da hast oder sowas. Wenn ich das mal so sagen darf. Komm, ich hole mir jetzt das hier. Weil ich so tolle Punkte habe. Und hau ab und wir sehen uns nie mehr wieder. Ja, wir werden uns nie... Wenn du zufällig an mich denkst, komm vorbei. Ich werde nie, nie beim Himmel... Himmel, ich werde niemals an dich denken. Entschuldigung, aber angeln! So, da wollen wir hin. Na, Lungs. Zufällig an mich denkst, ey. Das ist ein Opfer. Ach komm, angeln ist einfach... Es ist einfach angeln. Meine Fresse, was für ein Mistvieh. Meine Güte! Was ist das da? Ich muss das große Ding angreifen, es tut mir leid. Bethemoth Spross. Den musste ich jetzt unbedingt angreifen. Der musste jetzt sein. Der war aber auch tatsächlich böse. Der kommt auch von Stranger Things, kann das sein? Der wirkte so ein bisschen so. Schon da, wo ich hin soll? Nee, ich wollte doch mit den Sentinels reden eigentlich, ne?
Da wollte ich hin. Ganz ehrlich, wenn wir schon mal. Wenn wir schon mal hier sind. Können wir auch hier hin.